Erstmal müssen wir hier rauskommen. Ich liebe diesen Elefanten schlecht, aber dafür hat man so wenig Munition, weil die Waffe halt so stark ist. Von Südamerika draufgehen. Der Feind hat uns umzingelt. Na komm schon, stell dir nicht davor. Ich hatte meine Waffe verloren. Dieser Bastard griff mich mit einem Messer an. Eine Kugel war ich ihm wohl nicht wert. Warum erzählen Sie mir das? Tod durch die Klinge ist der Schlimmste. Das ist schrecklich. Söldner wie ich, wir können uns nicht aussuchen, wie wir sterben. So ist es eben. Tja, aber dafür werden Sie angeheuert, oder? Für Geld zu sterben ist das eine. Da habe ich die Wahl. Aber grundlos zu sterben, das gefällt mir gar nicht. Also, verraten Sie mir jetzt, was dieses Scheißding war und warum es mich umbringen will. Das ist echt krank hier. Das Ding ist wie die Jabu. Diese Puppen. Eine bioorganische Waffe, die den C-Virus trägt. Er wird von einer terroristischen Organisation namens Neo Umbrella eingesetzt. Haben Sie davon gehört? Sie wollen die Antikörper in Ihrem Blut untersuchen. Dabei ist es egal, ob Sie tot oder lebendig sind. Ehrlich gesagt, fällt mir gerade auf, ich sollte es besser dran. Ticken heller machen. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen was passiert. Die Welt braucht Sie. Nein, nicht mich, nur mein Blut. Die Welt kann es haben, solange jemand dafür bezahlt. Oh, die sollten wir direkt kombinieren. Perfekt. Habe ich das Ding jetzt... Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen habe. Ah, die Kiste ist leer. Okay. Ein Abzeichen. Das holen wir uns nochmal von hier. Weißt du, ob gleich eine Zwischensequenz kommt. Sieht sehr ruhig aus. Wird sie sich ja gleich ändern. Wusste es einfach. Die machen wir so fertig. Der nächste. So geht's. Ordentlich Munition gespart. Ich weiß nicht, ob ich während des Runchargens Schaden fresse. Habe ich nicht drauf geguckt. Vielleicht nachher mal drauf achten. Aber das ist super praktisch. Ohne Mist, richtig geil. Sherry Birkin, nationale Sicherheit. Sherry Birkin, Sie waren in Raccoon City. Woher wissen Sie das? Claire. Moment, sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Cap, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ und Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flakartillerie. Schalten Sie sie aus. Alpha Team, verstanden. Was zum? Großes Feindobjekt auf dem Radar geortet. Es kommt direkt auf Sie zu. BOW. Alpha Team, komm! Wir sind auf Chris gestoßen. Diese drei Flakgeschütze machen uns Probleme. Genau sowas auch in Chris-Kampagne. Wir werden uns darum kümmern. Schön, dass wieder alles zusammenkommt. Okay, Moment, Flak-Stellung zerstören. Ich muss das gleiche machen, glaube ich, wie in Chris-Kampagne. Unser erstes Ziel ist da drüben! Chris! Das erste Ziel ist da drüben? Soweit ich weiß, war das erste Ziel hier. Boah, vorsichtig! Das ist ja ein Idiot! Oh, der duckt sich, ich sehe den dadurch nicht. Sehr schön.
Ja, diese Nahkampfangriffe sind schon geil. Hauen wir ihn da runter. Ja, voll. Stirb. Ich muss den so hinrichten. Der kann nicht mehr. Dann ist es immer an der Zeit zu schießen. Ist einer von uns. Wir müssen den BOW irgendwie abhalten. Wow. Mit der BOW in der Nähe kann ich nicht arbeiten. Komm schon, komm schon, komm schon. Der hat gesessen. Dann komm mal her. Oh, komm, krieg ich das noch? Ja, knapp. Alles klar. Mach den Sprengsatz so endlich fertig, du Pfeife. Kann ja nicht wahr sein. Bringe jetzt Sprengladung an. Jetzt erst. Nur zur Hälfte ist er schon fertig. Nice, okay. Habe es fast geschafft. Mach schneller. Boah, das haut dir mit einem Schuss aus den Socken. Lass ihn einfach liegen, der wird sowieso nicht verrecken. So verschaffen wir uns viel mehr Zeit, als wenn wir ihn angreifen würden. Nice. Ding ist fertig. Ladung in Angriff. Alle sofort zurück. Und boom. Die kriegen wir auch ganz locker. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Mission nochmal machen müssen, weil in Chris' Kampagne haben wir die schon mit Chris gemacht. Dass Jake hier in der Nähe war, ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Also, dass er geholfen hat, dass er hier war, ist ganz klar. Ich kann hier hoch? Habt ihr was Nettes? Na, ich werde heftig beschossen. Moment, wo war die scheiß Artillerie nochmal? Das war die dritte Artillerie, wo ich jetzt hin wollte. Moment. Erstmal heilen. Wird das nächste Ziel nämlich nicht markiert? Oder soll ich mir den BOW ausschalten? Ne, wir müssen da rein. Genau. Die fertig. Vielleicht hat er nicht auf mich geschossen, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Nice. Alles klar. Der Nächste. Und der ist schon verrückt. Ich wollte noch mit meiner Powerhand angreifen. Oh. Nach oben und fährt er schon. Nice! Schön gut. Aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Aber gerne doch. Habe es fast geschafft. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der Schuss muss sitzen. Oh, toll. Hey, verarschen? Warte mal, bis der hier vorne ist. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Halt still. Boah. Alter, viel will mich verarschen. Drei Schuss habe ich noch. Viel will mich extrem nass. Komm jetzt her. So. Ich bring die Scheiße an. Wer ist hier auch noch welche hochgekommen? Vorsichtig. Oh, jetzt ist das Viech wieder da.
wo der die Sprengladung angebracht hat. Jetzt komm, bring dir Scheiße, Jan. Okay. Einen Schuss nehme ich mir nur auf. Sollte es gleich geschafft haben. Ich verziehe mich hier schon mal. Na, schafft es? Ja. Ladungen angebracht. Alle sofort zurück. Sauber, mächtige Erfahrung gefunden. So, und hier war die letzte Station. Die letzte Flak. Da kommen wir aber nur durch den Untergrund hin. Fuck, hier nicht. Boah, das war auch noch. Wir bei Herz 2 verloren. Alpha, bereit machen zum Feuern. Boah, gar nicht gut. Nur noch ich hätte den... Alle Mann in den unterirdischen Gang. Richtig, ich muss den nämlich folgen. Hab ich ja gerade gesagt. Der war hier. Hör mal rein. Wenn ich alles durch, waren ja auch irgendwelche Viecher. Yep. Hm, die sind aber gut drauf. Punkte nehmen wir natürlich mit. Das ist ein Kraut. Wir können alles an Kräutern gebrauchen. Nichts liegen lassen. Okay, weiter geht's. Oh, liegt hier viel Zeug rum. Schnell kombinieren. Boah, mächtig zu malen. Sehr gut. Ich will hier irgendwie nichts verpassen. Hier sind so viele Gänge. Okay, hier müssen wir sogar hin. Gab's doch sicher noch irgendwie einen Gang. Und hier komme ich nicht durch. Okay. Ist dahinter irgendwas? Kiste. Boah, wir sollten... Schleunigst hier weg. Schnell, schnell, schnell. Okay. Nicht nach oben. Ich muss hier lang. Weil ich zu dem Haus muss. Sherry muss da hoch. Genau. Habe ich letztes Mal nämlich auch vertan. Hier liegt viel Zeug rum. Finde ich gut. Geht mir nicht auf die Nerven. Oh shit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bringe jetzt Sprengladung an der Flagge, aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Mach ich doch glatt. Haben wir es fast geschafft. Jetzt kümmern wir uns um die Viecher. Schön von der Beine geholt. Okay. Wollen wir mal das Geschütz. Boah, du Mistviech. Dreckiger Sniper hat mich da oben gekriegt. Ich kann ihn nicht töten. Und schon zack. Jetzt mal schön hier. Boah, jetzt sind wir das Viech wieder. Hier hat oben diesen Haken gar nicht draußen. Einen kleinen Stöpsel. Erinnert mich fast an irgendwas Aufblasbares. Ladungen angebracht! Alle sofort zurück! Nehmen wir mal diese Stöpsel da oben. Alles klar. Alle Flakgeschütze wurden zerstört. Gute Arbeit, Alter.